Halb neun. Man muss mir anhalten, ich muss das Video schon einfach gestern. Eigentlich habe ich mir vorgenommen, jeden Tag um 9 fertig zu haben. Und zwar so fertig zu haben, dass es um 9 online ist. Also abends fertig schneiden und dann am besten gleich hochladen und raus damit. Punkt 9 sollte online gehen. Naja, das ist raus geworden. Video schneiden. Tag, heute ist Sonntag, der 3. Januar 2016. Kiste. Irgendwie. Also jetzt ist das Video hier gerade von gestern hochgeladen, ist am Bearbeiten von YouTube. Also die müssen wir irgendwie nochmal kodieren oder so. Der Blogpost ist vorbereitet, also sobald das Video fertig bearbeitet ist von YouTube, kann ich alles veröffentlichen. Aber das ist jetzt 11.56 Uhr und quasi noch eine knappe Stunde, bevor ich losgehe zur Arbeit. Und das ist so knapp, das muss aufhören. Ich muss es definitiv hinbekommen, dass ich abends, wenn ich nach Hause komme, das Video fertig geschnitten kriege und dann raushauen kann im Prinzip. Das geht mir auf den Sack, nervt mich. Also ich muss eine Lösung finden, dass ich abends nicht mehr so müde werde. Ich sollte die Red Bull nicht zur Arbeit nehmen, sondern mit nach Hause nehmen und zu Hause trinken. Wäre eine Möglichkeit. Und dann kann ich ja morgens meinetwegen bis 8 schlafen, statt nur bis 6.30 Uhr oder wann ich meistens so aufstehe. Und dann würde ich, wenn der Hund da wäre, würde ich dann erstmal mit dem Hund rausgehen und habe ja dann vormittags Zeit, mich um den anderen Scheiß zu kümmern. Kann nicht sein, dass ich vormittags damit verbringe, das Video zu schneiden. Das geht nicht. Da muss ich andere Sachen machen. Da habe ich keine Zeit für eigentlich. Vom Zeitmanagement wäre das alles viel besser, wenn ich das abends hinbekommen würde, das Video fertig zu schneiden. Und das sollte eigentlich auch zu schaffen sein. So, naja, jetzt werde ich auf jeden Fall noch die restliche Zeit damit verbringen, meinen Abwasch da zu machen. Den ich schon seit 3 Tagen machen wollte, oder was? Wie lange laber ich euch schon vor, ich will einen Abwasch machen? Es geht so nicht. Es geht so nicht weiter. An der Arbeit jetzt. So, letzter Arbeitstag, dann 3 Tage frei. Die Lichtschalter schon wieder. Oh ne, lass uns mal erst ins Hell gehen, da ist er wieder. Ja. Dann 3 Tage frei. Was wollte ich noch sagen? Ist weg. Scheiße. Naja, egal. Auf zur Arbeit. So kalt, als ich nach Hause gegangen bin. Es sind irgendwie 9 Grad, glaube ich, also minus. Und gefühlt minus 18, laut der Wetter-App im Handy. Irgendwie im Radio. Nee, auf Twitter ging heute die Nachricht rum vom
NDR oder Nordkorea oder irgendwie sowas von hier oben, wo sie geschrieben haben, dass die Temperatur gestern bei minus 29 Grad lag. Die gefühlte, also nicht die Temperatur, sondern die gefühlte Temperatur. Und das ist schon sehr krass. Und es kam einem auch wirklich kalt vor. Ich meine, wir hatten schon minus 20 Grad hier, nicht jetzt in diesem Winter, aber... Und ich weiß gar nicht mehr, ob es sich da auch so krass anfühlte. Okay, ich habe keine Mütze aufgehabt, als ich nach Hause ging, weil ich zu faul war, auf Arbeit die Mütze aufzusetzen und habe die Mütze in den Rucksack geschmissen, was eine ziemlich blöde Idee war. Denn es hat echt so, wie beschreibt man das? Das war so ein, also beißende Kälte, stechende Kälte, ich weiß auch nicht. Mein ganzer Kopf fühlte sich sehr merkwürdig an. Das war schon krass. Ja, naja, jetzt mache ich mir erstmal Kaffee. Gibt es eigentlich einen Trick für Kaffeepackungen? Die lassen sich immer so schwer öffnen. Also eigentlich soll man sie hier immer aufreißen, glaube ich. Keine Ahnung. Ich nehme immer das Messer. Und jetzt müsste ich vielleicht mal so ein To-Do-Zettel schreiben für morgen und die nächsten, oder generell für die nächsten 3 Tage. Das wäre ganz gut, sonst sitze ich nur voll rum und erledige oder schaffe nichts. Was ist denn da wieder passiert? Sind die ganzen glücklichen Beziehungen an Weihnachten und Silvester wieder zerbrochen? Weil sich die Leute mehr als 8 Stunden nie gesehen haben oder sich dann gegenseitig auf den Sack gingen? Man weiß es nicht. Soll gar nicht so selten sein, dass die Leute oder die Beziehungen an Weihnachten und Silvester zerbrechen. Wie auch immer. Mehr habe ich heute, glaube ich, nicht. Arbeit war gut, lief, war eigentlich eher langweilig, obwohl genauso viele Leute oder genauso viele Gäste, nein, nicht ganz, aber fast so viele Gäste wie gestern angemeldet waren und aber so ist es, ne? Manchmal läuft's, manchmal läuft's nicht. Mehr habe ich heute nicht. Bleibt mir nur, wie immer, zu sagen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis morgen. Tschüss. Manchmal ist es schwer, euch den Lichtschalter zu finden. Oh, war's richtig kalt. Haha, von wegen 3-mal höher. Ich finde gar nichts. Nichts ist.